Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Max und ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und den Schenker Gigaliner unterwegs. Natürlich mit dem Scania, das war ja auch ein Wunsch von euch. Und diesen Gigaliner, diesmal ein bisschen was anderes, und zwar ganz normaler Auflieger und mit dem niedlichen kleinen Anhänger dort hinten dran. Wir hatten ja das letzte Mal DRL. Das war eine andere Kombination vom LKW und Trailer. Und deswegen dachte ich mir, ich werde das einfach mal nehmen. Das Problem daran ist, wenn ich jetzt hier so fahre, er zieht einfach den Anhänger, ihr seht es schon, einfach so nach. Ja, da knickt nichts ein. Das ist ein bisschen schade. Wir werden jetzt aber langsam hier auf die Autobahn drauf fahren, bis mich mal irgendeiner von diesen Hoshis hier reinlässt. Und der lässt mich rein. Der lässt mich rein. Ist das nicht eine geile Karre? Übelst lang. Und ja, wie gesagt, das war ja eines eurer Fahrzeuge. Wir werden mal Bing Bing machen. Das war ja eines eurer Fahrzeuge, die ihr gerne sehen wolltet. Ich hatte ja mal eine Umfrage gemacht. Da hat auf jeden Fall DRL mit großem Abstand gewonnen. Und dann kam Schenker. Und auf dem dritten Platz kam Reinhard Logistik. Und ich werde nächste Woche definitiv mal zwei, drei Touren mit Reinhard Logistik machen. Das ist ja die Firma, die bei mir hier in der Nähe ansässig ist. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich irgendwann mal da auf dieser Reinhard Ranch mal hinfahren möchte. Ne, wir machen mal ein bisschen schneller. 85, dann machen wir 90. Wir haben nämlich, wir gehen mal auf die Karte. Wir befinden uns gerade, haben wir uns befanden. ja, Deutsch ist halt nicht einfach. Die deutsch-polnische Grenze und müssen nach Krakow in Polen. Ja, warum es wieder Polen ist. Das hat sich so ergeben mit dieser Fracht, mit diesem Anhänger. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich einfach mal so einen Link reinmachen mit Gigaliner. Oh, oh! Ei! Ah! Ja, das war jetzt ein Unfall mit dem Gigaliner. Ei, 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 ei. Ja, die Straßen sind wirklich nicht so gut, ey. Ei, 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 ei. Ah, der zieht sich. Das ist irgendwie, will er da physikalisch schon nicht so mitmachen, gerade auf diesen Straßen hier, die doch sehr, sehr tückisch sind. Und dann mit so einem langen Anhänger habe ich da schon so meine kleinen Probleme. Oh. Wir gucken mal, ob bei Edeltraut was wackelt. Nee. Bei Muschi auch nicht. Alles ist alles okay. Wow. Schlechte Straßen. Oh, wow, 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 wow. Mir wird schon langsam ein bisschen schlecht. Ja, jetzt fragen sich natürlich wieder einige, was ist das für eine Map? Das ist ganz normal die MHA Pro Map. Und glaube, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Tandem, ich weiß. Kein Gigaliner. Oh, oh. Gottes Willen, ey. Probleme mit den Gigaliner. Hei, 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 hei. Ich hoffe, die Straße hier in Polen wird langsam ein bisschen besser. Oh, oh. Oh. Ach, Gottchen. Das ist schon wieder ein Unfall, ey. Jetzt mache ich noch einen übelsten Stau. Okay. Dumm gelaufen. Ja, der fährt sich ein bisschen eichelartig. Das ist natürlich nur ein ganz normaler Trailer und nichts anderes. Eieiei. DPD kommt da auch noch angeschossen. Meine Güte, was ist denn das für ein Verkehr hier? Ja, gut, der bremst jetzt. Weil ich mich einfach nur vorgemoschelt habe. Was denn jetzt schon wieder?
Warum willst du denn reinfahren, du Trottel? Siehst du, dass ich lang bin? Oder lang habe. Lang. Anhänger. Oh Gott. Ja, das ist noch eine Version von dem Mod hier. Die ist ein bisschen älter, glaube aus dem Jahr 2015. Ich werde das euch einfach mal so als Gigaliner so reinmachen. Und dann könnt ihr euch da den einen oder anderen Trailer mal aussuchen. So mache ich es auch mit den JazzyCat Mods. Und zwar habe ich da ja auch immer ein paar Links. Oder die aktuellsten werden dann immer angezeigt. Ich werde nicht jeden einzelnen machen. Ich glaube, ich fahre ganz schön schnell, ne? Eieiei. Ich hoffe, dass hier in Polen jetzt langsam mal die Strecke besser wird. Auf der anderen Seite ist sie besser. Richtung Deutschland. Oh. Oh, wenn der schwenkt, dann schwenkt er aber richtig. Wie geht's dir, Edeltraut? Und so ist es ja auch im echten, ne, Leben. Da ist. Aber wir sind hier, glaube ich, über Frankfurt oder hier rüber gefahren. Oh Gott, mir wird schlecht. Ist jetzt nicht bald die Straße besser? Oh, was habe ich jetzt gemacht? So, jetzt. Ah, das lässt sich auch nicht. Ja, man sollte langsamer fahren, ne? Aber. Ich glaube, die Tour werden wir nicht bis zum Ende fahren. Ja, der ist schon ein bisschen defekt. Die polnischen Straßen, die zeigen uns auf jeden Fall, wo es lang geht. Oh. Ja, das läuft super. Ist er kaputt. Eieiei. Ah, das ist ja heute wieder eine Tour. Da werden sich ja einige wieder schön beklagen hier in meinen Kommentaren. Wie fährst du? Nimm doch einfach dein Lenkrad und bla bla bla. Nö. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich fahre das so, wie ich will. Punkt, Ausschluss vorbei. Und das ist das Gute bei YouTube, ne? Ich kann es selbst entscheiden. Und wer es nicht mag, der guckt einfach nicht. So, das haben wir jetzt erledigt. Die Straße haben wir jetzt glücklicherweise hinter uns gelassen und versuchen jetzt. Oh, nein! Ah, ein. Ah. Ich glaube, die Tour ist jetzt gleich zu Ende. Ja. Wir werden wohl wahrscheinlich gleich unseren LKW auf die Seite legen. Schauen wir uns das mal an. Ja, das läuft. Mal gucken, ob ich jetzt schnell nach außen machen kann. Nee. Oh. Ja, wir werden versuchen. Der fährt doch jetzt gar nicht mehr so richtig. Die anderen nehmen schon Abstand. Ja, das mit den Trailer, das muss jeder selber wissen. Also eine kleine Lenkbewegung. Ich weiß, mit dem Lenkrad wird es wahrscheinlich ein bisschen harmonischer ablaufen. Aber dann hätten wir ja nicht so viel Spaß. Eine andere Frage war ja auch, soll ich mal einen Speedtest mit einem Anhänger machen? Ist eigentlich mal eine coole Idee. Könnte man durchaus mal machen. Wenn man so einen 3000 PS Scania nochmal nimmt und dann einfach da mal so einen Speedtest absolviert, könnte man durchaus mal machen. Und ich glaube, wenn ich mit diesem LKW dann erstmal fertig bin, mit der Tour hier, dann reicht es. Und das, jetzt weiß ich warum. Wenn man zu schnell einlenkt, normalerweise wäre jetzt aus einem normalen Fahrt mit einem normalen Trailer kein Problem. Aber durch die Länge eine Bewegung zu doll rechts und links, dann ist der Ende im Gelände. Habt ihr das gesehen? Also ich wollte es jetzt nur zeigen.
Oh ja. Da muss man doch ein bisschen vorsichtiger agieren. Totalschaden. Wir versuchen jetzt wirklich noch 5 Minuten bis zur nächsten Raststätte zu fahren. Wir gucken mal, wo die nächste ist. Ich denke mal, wir werden ja hier oder dort drüben, hier in der Drehe mal parken oder bei McDonald's. Und nein, 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 Scania, komm. Du bist ein guter. Du bist ein guter, komm, zieh. Selbst die kleinen Kurven hat er Probleme. Eieieiei. Und ich habe ja die Lenkempfindlichkeit vom Spiel sowieso ziemlich runtergedreht, dass man, wenn ich jetzt so lenke, nicht so krass aussieht. Ja, deswegen muss ich auch immer ziemlich langsam in irgendeine Kurve reingeben, also an der Kreuzung, dass ich da ordentlich einlenke und nicht so wie so verrückter, weil sonst würde das Lenkrad zack, 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 rechts, links gehen. Das ist dann doch ein bisschen zu übertrieben. Daher habe ich mich entschieden und das lasse ich auch so, dass ich die Lenkempfindlichkeit ziemlich weit runtergedreht habe. Wir können ja, weil die Strecke ist jetzt sowieso. Ach, wo bin ich denn jetzt reingegangen? Und zwar nochmal bei den Einstellungen machen. Hier seht ihr, Lenkempfindlichkeit ist ziemlich weit ja, nach unten. Ne? Und deswegen, ja, würde es einfach nicht so viel bringen. Ja, dann macht es ja gar keinen Spaß. Ja? Ich denke mal, es ist ein schöner Kompromiss. So, jetzt bin ich an dieser Raststätte vorbeigefahren. Los, Hossi, komm. Ob Edeltraud überhaupt noch mal mit mir mitfährt, das ist noch eine andere Frage. Jetzt bin ich wieder in so einem Bereich, also ich fahre ziemlich schnell wieder. Hab vorher noch abgebremst, hier ist eine Baustelle. Aber es kommt. Oh, ah, Man merkt richtig, wie er nachschwingt hinten. Uiuiuiui. Ich hätte vielleicht vorher mal eine Runde drehen sollen mit dem LKW. Dann hätte ich gewusst, dass dieses Fahrzeug doch so ein gewisses Eigenleben hat. Wie viele Kilometer habe ich denn überhaupt noch? 200 noch was. Oh. Also das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich denke, das reicht auch mit diesen Anhängern, ne? Eine Runde zu drehen, weil. Ah! Ah, das gibt's doch nicht. Wir fahren jetzt ran. Das ist, ich kann ja nicht mit 20 hier um eine Kurve fahren. Das geht ja überhaupt nicht. Komme ich ja nie an. Und es ist ja auch ein Update gekommen. Wir müssen gleich mal gucken. Nee, das ist noch nicht hier drin. Oder soll jetzt bald kommen? Vielleicht ist es ja schon da, dass man sein Lenkrad noch hoch und runter, stellen kann. Und wie bei einem normalen Auto, dass man das, wenn man zu kurze Beine hat, reindrückt, also oder rauszieht, wenn man lange Beine hat und dann die Höhe verstellen kann. Ja? Das kommt ja jetzt auch. Nein. Oh. Komm, lass uns wenigstens noch zum Parkplatz. Das ist ja unnormal. Was da los mit Maximus? Dabei ist es, sieht das so genial aus, aber es lässt sich einfach für mich jetzt so nicht fahren. Also das ist für mich ja nicht so berauschend. Aber es kann jeder selber ausprobieren und wer es besser kann, der kann es von mir aus machen. Er kann auch reinschreiben. Hashtag ich mache es besser. Dann könnt ihr euch freuen. Und ich freue mich für euch, wenn ihr es besser könnt. Und alle sind so glücklich. So sieht's aus. So, da vorne kommt der Parkplatz und dann werden wir unseren doch sehr, sehr angeschlagenen LKW. Ich mach gar nichts mehr. Oh. Abstellen. Blitz. Nee, nicht Donny Blitz. Und hier werden wir ihn abstellen.
den guten. Eieiei, was für eine Tour, was für eine Tour. Aber sowas muss es halt auch mal geben, ne? Nicht, da ich mit Schenker noch irgendwo Probleme kriege. Jetzt stehe ich hier und der LKW will nicht mehr fahren. So. Ich weiß, du willst nicht mehr. Er sieht aber richtig hübsch aus, der LKW, ne? Auch in der Lackierung. Wir werden auf jeden Fall mit Schenker nochmal eine Tour machen. Nicht, dass es heißt, Maximus mag Schenker nicht. Das ist auf jeden Fall nicht so. Aber ein Großteil der Leute will DHL haben, ne? Guck mal hier, der, wie der sich dann rumzieht. Ich mach gar nichts. So. Pleiten, Pech und Pannen. Maximus ist natürlich großartig, wie er das hier alles gemacht hat. Und ja, es gibt halt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Oder so ähnlich. Ja, mit den Worten macht der Maximus aber mit seinen Schenker Gigaliner Scania XYZ einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.